Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Corona-Pandemie hat verheerende Auswirkungen, gesundheitlich, sozial, wirtschaftlich. Wir erleben in diesen Tagen den tiefsten wirtschaftlichen Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Millionen Menschen fürchten um ihre Existenz. Allein in Hessen haben 52.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Und Kurzarbeit, das bedeutet für Menschen massive Einkommensverluste. Für viele Menschen, die auch vorher nicht viel Geld verdient haben, die von 67% Kurzarbeitergeld leben müssen, und das über Monate. Und es bedeutet massive Einschränkungen. Es gibt viele Minijobberinnen und Minijobber, die ihre Arbeit verloren haben, gerade im Bereich der Gastronomie. Es gibt Kulturschaffende, die um ihre Existenz sorgen. Und natürlich denken wir auch an die bundesweit 8.000 Beschäftigten bei Galeria Kaufhof und Karstadt, die gerade um ihre Arbeitsplätze bangen. Und ihnen gilt unsere Solidarität, meine Damen und Herren. Und wir denken auch an die 22.000 Beschäftigten der Lufthansa und die 1.000 bei Condor, die um ihre Arbeitsplätze bangen. Und ich finde, an der Stelle wird einmal mehr sehr deutlich, es darf keine öffentlichen Mittel geben, ohne öffentliche Mitsprache und vor allem ohne eine Garantie für den Erhalt der Arbeitsplätze. Die Bundesregierung hatte es in der Hand, zu sagen, wir retten die Lufthansa und beim Land Hessen, wir retten Condor, aber dafür müssen die Arbeitsplätze erhalten werden. Diese Möglichkeit hatte man, aber man hat die Beschäftigten im Regen stehen lassen, und vollkommen zu Recht fühlen sie sich im Stich gelassen, weil die Lufthansa mit Milliarden gerettet wird, aber ihre Arbeitsplätze offensichtlich zweitrangig sind, meine Damen und Herren. In dieser Krise zeigen sich doch Probleme, die über viele Jahre vorher schon bestanden haben und die doch nicht neu sind. Die wurden jahrelang ignoriert. Über die Frage Pflegenotstand. Wie lange diskutieren wir den? Wie lange schon haben die Pflegekräfte darauf aufmerksam gemacht, dass sie völlig unterbesetzt sind, dass sie überlastet sind, dass sie Personalmindeststandards brauchen und dass die Ökonomisierung des Gesundheitssystems ein riesiges Problem ist? Die marode Zustand an den Schulen, wo wir auf einmal feststellen, ups, gibt ja gar keine Waschbecken, kann man ja gar keine Hygienemaßnahmen umsetzen. Wie lange ist der bekannt, dass wir einen Mangel an Erzieherinnen und Erziehern haben? Hat nicht dazu geführt, dass die Arbeitsplätze besser wurden, die Arbeitsbedingungen, die Anerkennung. Und, meine Damen und Herren, ja, was ist denn mit den Schlachthöfen? Seit wie vielen Jahren macht die Gewerkschaft NGG darauf aufmerksam, welche dramatischen Bedingungen es gibt in den Schlachthöfen? Seit Jahren warnt die NGG davor, dass es Lohndumping gibt, dass es Verträge an Subunternehmen weitergegeben hat, dass es Werkverträge gibt. Hätte man das früher reguliert, dann hätte man so eine beschissene Situation in den Betrieben nicht gehabt. Dann hätte man soziale und auch gesundheitliche Sicherheit für viele Beschäftigte in den Schlachthöfen. Frau Kollegin Lissler, den Begriff Beschissene lasse ich gelten, weil es um Schlachthöfe geht. Aber ansonsten sollten wir doch ein bisschen das vernünftig machen. Ne? Gut. Ich hatte kurz überlegt, vom Schweinesystem zu sprechen, Herr Präsident, aber ich mache das dann lieber nicht. Aber die Situation in den Schlachthöfen, und da muss doch jetzt endlich etwas passieren. Das muss doch reguliert werden und die Beschäftigten geschützt werden. Gerade diese Ausbrüche zeigen doch, wie dramatisch die Bedingungen sind, meine Damen und Herren. Und in dieser Krise sind die sozialen Unterschiede doch noch deutlicher geworden. Natürlich ist ein Unterschied, ob man zu Hause bleibt, ob das ein Einfamilienhaus mit Garten ist oder ob das eine beengte Stadtwohnung ist. Natürlich hat es sich bei den Einkommenseinbußen gezeigt. Natürlich hat es sich bei ganz vielen Fragen gezeigt. Und deswegen will ich auch noch einmal erinnern an die Menschen, die überall beklatscht wurden und die gelobt wurden und die, so ist mein Eindruck, Pflegeeinrichtungen, aber auch in Krankenhäusern, das medizinische Personal, die Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel, die Paketboten, die Lkw- und Busfahrer, die Beschäftigten in den Gesundheitsämtern und die Eltern, die über Wochen hinweg den Ausfall von Kinderbetreuung und Schulen kompensiert haben. Die alle haben Applaus bekommen. Die alle haben Lob bekommen.
Bei den allen gilt aber, Applaus bezahlt keine Rechnung und bezahlt keine Miete. Und es ist dringend notwendig, dass gerade in diesen Bereichen, die oftmals als niedrig qualifiziert abgetan wurden, die viel zu wenig Geld verdient haben, dass die endlich aufgewertet werden, meine Damen und Herren. Aber das Gegenteil ist doch gerade der Fall. Dass Verdi erst mit Klage drohen muss, damit die Sonntagsöffnung wieder zurückgenommen wird, ist das Dankbarkeit gegenüber den Beschäftigten? Oder dass aus lauter Dankbarkeit über die Arbeit im Einzelhandel in der CDU darüber fabuliert wird, man könnte doch den Mindestlohn senken, in dem Wissen, dass es die Beschäftigten trifft, denen sowieso schon nicht gut geht. Deswegen lassen Sie uns diese Menschen nicht vergessen, und auch diese Menschen nicht vergessen, auch wenn sie nicht mehr täglich gelobt und beklatscht werden. Davon haben sie relativ wenig, sondern wir brauchen gute Arbeit. Und deshalb ist es ja grundsätzlich richtig, dass jetzt investiert wird. Natürlich muss jetzt investiert werden. Und gerettet werden darf doch nicht einfach nur, wer die größte Lobby hat, am lautesten schreit und mit Arbeitsplatzabbau droht, sondern das ist doch das Entscheidende, dass die Menschen gerettet werden, die gerade in eine soziale Schieflage geraten. Und mit dem Konjunkturpaket der Großen Koalition wird zwar viel Geld in die Hand genommen, aber es gehen jede Menge Leute leer aus. Und es ist unklar, ob die Mehrwertsteuersenkung weitergegeben wird. Es gibt keinen Aufschlag für Hartz-IV-Betroffene und Rentner in Grundsicherung. Es gibt keinen dauerhaften Bonus für die Pflegekräfte. Und es gibt kein nachhaltiges Investitionsprogramm. Und jetzt will das Land das Sondervermögen von 12 Milliarden Euro auflegen. Und ich will die Summe noch einmal nennen. 12 Milliarden. Als wir die bescheidene Summe von 1,5 Milliarden Euro mehr ausgeben wollten. Ja, ist trotzdem eine relativ bescheidene Summe angesichts dessen, was Sie da jetzt ausgeben wollen. Da wurden wir für verrückt erklärt, und jetzt wollen Sie 12 Milliarden ausgeben, die Sie nicht mal in den Haushalt schreiben. Und 12 Milliarden steckt die Landesregierung in Form von Kreditermächtigung in ein Sondervermögen. Und davon sollen nicht nur in diesem Jahr Maßnahmen finanziert werden. Nein, Sie wollen sich bis Ende der Legislaturperiode im Jahr 2023 aus diesem Sondervermögen bedienen. Und ja, jetzt stimmen wir zu. Wir sind auch nicht der Meinung, dass man derzeit im laufenden Haushalt kürzen kann. Ja, wo denn? Ja? Natürlich müssen wir Kredite aufnehmen, und natürlich brauchen wir jetzt große Investitionsprogramme, Soforthilfen. Natürlich brauchen wir das. Aber es ist schon eine gewisse Komik, dass die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen, die Verfechterinnen der schwarzen Null, der Schuldentilgung und der Schuldenbremse, die doch selber geschaffen. Sie haben diese unsägliche Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben und dann noch ein sehr schlechtes Ausführungsgesetz gemacht, wo Sie gesagt haben, es muss eine Zweidrittelmehrheit geben, die der Aussetzung der Schuldenbremse zustimmt. Und dann tilgen wir das Ganze auch noch innerhalb von 7 Jahren, was finanzpolitisch jetzt nicht gerade Kompetenz atmet. Das haben Sie ins Ausführungsgesetz reingeschrieben. Und jetzt, bei der ersten Krise, zugegeben schweren Krise, merken Sie, dass diese ganze Schuldenbremse-Architektur überhaupt nicht funktioniert. Und deshalb ist doch das Eingeständnis, wäre doch das Eingeständnis nur konsequent, dass die Schuldenbremse gescheitert ist, weil sie dem öffentlichen Haushalten Fesseln anlegt und weil sie es nicht ermöglicht, dass man in der Krise reagiert und Investitionsprogramme auflegt. Und dass Sie jetzt sagen, wir wollen die Schuldenbremse abschwächen, die Zweidrittelmehrheit soll in eine einfache Mehrheit gesenkt werden, die 7 Jahre Tilgungsfrist sollen daraus. Das ist, die Schuldenbremse abzuschaffen, ist nicht falsch. Also zumindest zu erleichtern, dass man die Schuldenbremse aussetzt. Aber noch einmal, konsequent wäre, sie komplett abzuschaffen. Und ich finde, in dieser Krise zeigt sich halt immer, dass es total blöd ist, wenn die Ideologie mit der Realität kollidiert. Weil wenn die Ideologie heißt schwarze Null und die sogenannte Generationengerechtigkeit, ich meine, das ist ja, also, dass sie für die nachkommenden Generationen das besonders gerecht ist, wenn wir ihnen eine marode Infrastruktur vererben. Das Argument hat mich noch nie überzeugt. Aber dass Sie jetzt merken, in der ersten Krise ist dieses ganze Gerede von schwarzer Null ist völlig perdu, und man kann diese selber eingeführte Regelung überhaupt nicht mehr einhalten. Und deshalb
Sie ist mit der Realität nicht vereinbar, die Schuldenbremse. Sie verschwert entschlossenes Handeln in der Krise. Und deshalb sollten wir uns dieser Schuldenbremse auch entledigen, am besten auf Bundes- und auf Landesebene. Nun, jetzt wollen Sie sich durch Ihr Vorgehen weitgehend freie Hand verschaffen. Das hatten wir ja beim ersten Nachtragshaushalt auch. Damals haben wir auch angemahnt, dass die Spielräume nicht als Blankoscheck verstanden werden dürfen. Und auch darum geht es natürlich jetzt und heute. Grundsätzlich noch einmal, bleibt es richtig, dass der Staat und auch das Land Hessen große Summen in die Hand nimmt, um die mittelbaren und unmittelbaren Folgen der Pandemie zu bekämpfen. In Zeiten, in denen Steuereinnahmen dramatisch einbrechen, muss dieses Geld, woher auch sonst, natürlich auch aus Krediten kommen. Und ganz ehrlich bin ich auch der Meinung, dass Sie sich vielleicht auch nicht ganz so dafür feiern müssen, weil es muss man ja schon mal ab und zu daran erinnern, dass die 12 Milliarden ja jetzt nicht aus der Schatulle von CDU und Grünen kommen, sondern dass es das Geld von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, öffentliche Gelder ist, über die es hier bestimmt wird. Und deshalb finde ich, ein bisschen weniger sich selber dafür zu feiern und so zu tun, als sei das Ihr eigenes Geld, das täte der Debatte auch ganz gut. Wir haben einen umfangreichen Änderungsantrag zum Sondervermögen formuliert. Wir wollen mehr Geld für Bildung, Investitionen in die Kommunen, einen gut ausgebauten und bezahlbaren ÖPNV im ganzen Land, bezahlbare Wohnungen, Gesundheitsversorgung in öffentlicher Hand und gut ausgestattete Schulen. Und mit unserem Änderungsantrag zeigen wir ja auch einen Weg auf, wie man das Sondervermögen einer ordentlichen demokratischen Kontrolle durch den Landtag zugänglich machen könnte. Wir wollen nicht nur, dass der Haushaltsausschuss über die Verwendung von Mitteln ab einer Höhe von 1 Million entscheiden muss, sondern auch, dass die Möglichkeit besteht, in jedem einzelnen Fall der Entnahme von Mitteln aus dem Sondervermögen, dass das im Plenum behandelt werden kann. Hier im Plenum. Und das ist ein Verfahren, das gibt es sowieso schon, und das, finde ich, ist mehr als notwendig. Die Pläne der Landesregierung werden den Anforderungen weder quantitativ noch qualitativ gerecht. Die Summen reichen nicht aus. Die sozialökologische Erneuerung, die ganze Debatte, die wir führen, und das Gesetz zeigt ja auch, dass es ein Eingeständnis ist, dass der kommunale Finanzausgleich in der Krise nicht funktioniert, um den Kommunen eine ausreichende Finanzierung sicherzustellen. Die 2,5 Milliarden €, die im Sondervermögen eingestellt sind, werden ja nicht einmal ausreichen, um die Verluste der Kommunen bei den Steuereinnahmen auszugleichen. Die überlaufen sich laut Steuerschätzung ja bis 2023 allein auf 3,5 Millionen €. Und von den pandemiebedingten Mehrausgaben in den Kommunen ist dabei noch gar keine Rede. Das heißt, das ist definitiv zu wenig. Und die letzte Frage, und das ist natürlich die entscheidende Frage, ist, meine Damen und Herren, wer zahlt eigentlich am Ende für diese Krise? Und diese Krise darf nicht dazu führen, dass sich die Einkommensverhältnisse und die Vermögensverhältnisse in diesem Land noch stärker in die Richtung entwickeln, dass die einen immer mehr und die anderen immer weniger haben. Gebracht, dass wir nach Artikel 106 des Grundgesetzes eine einmalige Vermögensabgabe erheben, um die Kosten der Corona-Krise und die Finanzierung des notwendigen Neustarts zu sichern. Diese Vermögensabgabe ist ja aus dem Vorbild der 50er Jahre des Lastenausgleichs, was ja mal eine CDU-Idee war. Ich finde, wenn wir heute davon reden, dass es die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ist, dann müssen wir auch über solche Maßnahmen sprechen. Und auch das. Und auch das wird nicht ausreichen, sondern natürlich müssen wir über die Besteuerung von Vermögen sprechen. Und wir brauchen eine andere Steuerpolitik, weil wer das nicht will, der muss mal die Frage beantworten, wer das eigentlich bezahlen soll. Dann muss man die Frage beantworten, weil ich meine, dauerhaft Kreditfinanzierung war bisher nicht die Antwort. Und dann ist die Frage, wer soll es bezahlen? Und wenn es nicht die Leute bezahlen, die sehr viel Geld, die sehr viel Vermögen haben, dann ist der Umkehrschluss, dass es die bezahlen, die deutlich weniger Vermögen haben. Es wäre endlich Steuergerechtigkeit herzustellen, und das darf nicht abgewälzt werden auf die Menschen, die doch sowieso nur einen verschwindend geringen Teil des Vermögens in diesem Land haben, meine Damen und Herren.
Und deshalb, ich komme zum Schluss. Wir werden uns in diesen Debatten von einem leiten lassen, und zwar von der Frage, welche Auswirkungen haben die Beschlüsse, die in diesem Haus getroffen werden, auf die Lebenssituation der Menschen in diesem Land. Es ist richtig, dass Kulturschaffende Hilfe brauchen und die Jugendherbergen, die Pflegekräfte, die Frauenhäuser. Es ist sinnvoll, dass Hessen-Forst mehr Geld bekommt. Wir werden uns all diese Maßnahmen anschauen. Wir haben Änderungsanträge gemacht. Wir waren ja an dem Verfahren nicht beteiligt. Das war unter Ihrem Vorgänger in der Tat anders gewesen. Wir wurden nicht informiert auch über die Frage, sondern vom Sondervermögen. Das haben wir ja aus der Presse erfahren. Wir werden uns trotzdem das genau anschauen, weil wir wissen, wie wir hier im Landtag abstimmen, muss immer sich daran messen lassen, ob es eine Verbesserung für Menschen im Land bedeutet. Wir werden Änderungsvorschläge machen, weil eines ist ganz sicher, auch wenn da einige richtige Sachen drinstehen, es ist nicht der große Wurf, um diese Gesellschaft nach der Krise sozialer, gerechter und ökologischer zu machen. Vielen Dank.